So, meine Damen und Herren, ich weiß ja jetzt schon, wie es zum Schafhändler geht und der Frau, oder Schafhändler, zum Schütte, wie ihr wisst schon. Schön, dass auch hinten jetzt angezeigt wird, dass die Kiste zu 3% voll ist. Ja, 63%, 63 seht ihr, 63 sind drin. Wir können gleich mal gucken, was eigentlich angegeben wird als Schaf. Ja, ich glaube, ihr wisst schon, da ist die 9, da ist neu. War die 9 schon immer? Okay. So. Ich habe einen Anhänger drauf. Das war ja noch gar nicht mal so schwer, wie ich dachte. War schon leicht. Hat mich auch gefreut. Mich freut sowieso, dass jetzt alle Aufnahmen wieder funktionieren, weil ich hatte mal das Problem gehabt, dass irgendwie gar nichts mehr wollte. So, hier sind wir jetzt beim Schäfer schon. Wir gucken mal. Was steht denn jetzt da? Wir haben jetzt nämlich schon wieder Fünfe. So. Wo haben wir hier? War nicht irgendwie die Wolle gewesen? Da, Wolle. So, Spinnerei, 5000. Einundfünfzig. So, jetzt gucken wir mal, jetzt rechnen wir mal kurz durch. Durch 5, nee, das ist falsch. 61, das sind wir bei 5,4 pro Dings, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Hab eh irgendein Mist gerade gerechnet. War sowieso nicht 3,3, 331. Wer schlau ist, wird das alleine rechnen können. So, und jetzt geht das Schwierige los. Erstmal auf die Straße zu kommen. Oh, eure Drachs müssen mal wieder spielen. Da ist jetzt lang keine Aufnahme mehr. Das muss sein. Ich muss mal gucken, ob Eurodrag funktioniert. Dann nehme ich auch Eurodrag auf. Oh. So, Position 1. Wir sind schon überlastet. Das war 2. Alles klar. Hier werden die Schweinchen, aber die Schweinchen sind ja noch ein bisschen schwieriger. Was bringen die mich mir? Also die bringen ja Gülle und so ein Zeug. Hier bringen sie mich mir Gülle und hier Ding ist noch. Aber die sind eben ein bisschen schwieriger zu halten. Wackelt schon ganz schön rum. Macht mir schon ein bisschen Angst. Morgen muss ich irgendwie schon mal anfangen, Koffer zu packen. Also, jetzt geht's wieder los, dass die Gamescom-Vorbereitung. Wieso ist das jetzt aufgegangen? Damit habe ich jetzt über. Alter! Jetzt machen wir mal kurz einen auf unrealistisch natürlich. So. Und dann versuchen wir mal hier nochmal drauf zu fahren. Schwer war es nicht.
Ach so, habe ich runtergemacht, genau. Ja, schön steht da jetzt auch nicht drauf. Da muss jetzt nur noch ein bisschen halten. Muss man eben jetzt versuchen, langsam zu fahren. Jetzt. Hier sehe ich gar nichts, also ich muss wenn dann schon so hier gucken. Ob er noch drauf ist, ja im Moment geht's, ist er noch gut. Schöner, schöner Götterfunkel, na 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 na. Und da drüben ist unser Hof. Dann laden wir den ab und dann machen wir auch schon Schluss. Also der Bart ist heute kürzer als die anderen. Hat dann auch den folgenden Grund, dass es im Moment jetzt nicht viel zu tun gibt. Wenn er hier runterfällt. Oh, 24.000 im Arsch. So. Da haben wir jetzt beide Anhänger unten. Das ist das, was ich machen wollte. So habe ich jetzt beide hier unten. Das ist super. Dann würde ich sagen, wenn euch der ganze Bot gefallen hat, dann gebt natürlich einen Daumen nach oben, wenn nicht dann einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch was natürlich nicht gefallen hat. Das habe ich jetzt in den letzten paar Sachen vergessen zu sagen. Und dann gucken wir mal, müssen wir irgendwann mal hier Ordnung schaffen und sonst was noch gucken. Bis zum nächsten Mal, sagt der Menzi. Ciao, ciao.